Strickis. Strick mit Kick Freitag. Bei mir ist Mittwoch. Mal gucken, ob ich in Fahrt komme, weil mein Zeitplan ist anders wie sonst. Ich war nämlich eben gerade noch bei einer Freundin. Die hatte im Februar Geburtstag. Ich habe dann mal das Geburtstagsgeschenk vorbeigebracht. Und da haben wir uns auf dem Tee irgendwie verquatscht. Jetzt muss ich Hackengas geben, weil ich muss die Kinder gleich abholen. So, Freunde. Aber alles für den Dackel, alles für den Club, Freunde. Ich bin dabei. So. Was habe ich heute an? Vielleicht kurz. Weil ich war heute Morgen so begeistert von mir, das glaubt ihr gar nicht. Das war unfreiwillig. Hier der Paul Klees, oder? Wer mir schon länger folgt, der kennt das Ding. Den habe ich heute rausgeholt, weil, Freunde, bei uns ist Sibirien. Ey, wir haben... Ja, es ist bald Juni und du musst echt deine Winterjacke anziehen. Das ist wirklich unfassbar. Also, langärmlicher Pulli. Und dann habe ich heute Schuhe gegriffen. Also, es sind schon meine, ne? Die habe ich aber irgendwie nur selten an. Ich muss den ausziehen, damit ihr die Tragweite des Ganzen erkennen könnt. Freunde, guckt euch das an. Ich habe einen Pulli passend zu meinen Schuhen. Aus Versehen. Aber wirklich, da sind akkurat alle Farben drin. Ich habe hier so ein Türkis, ich habe so ein Gelb, ich habe ein Pink, ich habe ein Rosa und ich habe so ein Blau-Lila. Freunde, da hat sich doch der Kauf dieser Schuhe gelohnt, ne? So komme ich jetzt hier auch wieder rein. Die sind ja, wie gesagt, ein bisschen höher. Ach doch, ha, guck mal. So, also ich bin heute voll stylisch unterwegs, Freunde. Also wer was stylische Inspiration braucht, der ist bei mir genau richtig. So, ihr Lieben, worum geht's heute eigentlich? Das ist ein Strickkanal, ne? So. Und zwar, ich gucke um mich. Erstens, bevor ich es vergesse, Stricktreffen am Samstag von 10 bis 15 Uhr Memeler Straße 43 in Ratzeburg. So, dann will ich das nicht vergessen. Nicht, dass ihr denkt, das ist ja Pfingstwochenende. Da ist es bestimmt nicht. Ach, ich bin am Start. So, also kommt gerne vorbei. Wir werden wahrscheinlich drinnen sitzen. Ich werde Tee kochen und die Heizung anmachen. So, dann nochmal Sommerfest. Sommerfest ist am 2. September, ist der erste Samstag im September hier in der Basis. Ich zeige euch nachher schon mal, weil ich werde, habe ich das letzte Woche gesagt, dass ich so eine Tombola machen werde. Ich habe ja mein Glücksrad, also wer damals in Silberstedt war, der weiß, dass ich so ein Glücksrad hatte. Habe ich immer noch, oh, muss ich erstmal gucken, wo das ist. Ich habe eine grobe Ahnung. Ansonsten basteln wir noch eins. Ist egal. Und dann zeige ich euch schon mal so ein paar Preise, die da zu gewinnen sein werden. Ich habe ein fertiges Objekt. Ich habe was Neues angefangen. Ich habe... Oh, ich muss gleich nochmal wieder aufstehen, weil ich habe das nämlich vorhin drapiert. Und das steht noch in der Ecke. Und ich habe am Shirt weiter gestrickt. Und ich habe ein bisschen Wolle. Und es gibt heute... Wollkunst für euch. Wir erweitern unser Sortiment hier, Freunde. So, das ist das. So, Vorgeplänkel. Vorgeplänkel, was soll ich sagen? Also hier, ich fange jetzt an, ich bin jetzt in dem Alter. Letzte Woche und so Zähne, die sind immer noch nicht so richtig gut, ne? Aber ab heute kribbelt mir das auch links in der Hand. Ich überlege schon die ganze Zeit, was es ist. So wie Nadelstiche. Ist das Karpattunnel oder ist das einfach nur verspannt? Ich tippe mal auf verspannt. Ich werde nachher mir nochmal mein Kirschkernkissen um den Nacken werfen. Oh Gott, Leute, ne? Man ist ja keine 20 mehr. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, hatte ich Zahnarztspaß. Was hatte ich denn noch? Oh, ich glaube, so was ganz Großgravierendes ist mal nicht passiert, glaube ich. Wenn mir was einfällt, erzähle ich euch das noch. Ansonsten... Reicht ja auch, ne? Also jetzt hätte ich auch gerne erstmal wieder so ein bisschen Ruhe. Naja, egal. So. Ja, Geplänkel ist heute schnell vorbei, Freunde. So, dann habe ich ein Finished Object. Und zwar habe ich den zweiten Shrug fertig. Wobei irgendwer letztens mir schrieb, ob das nicht eher ein Kaul ist. Für Kaul finde ich es ein bisschen zu lang, aber kann durchaus sein. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Schlauch, Strickschlauch, Strickschallschlauch. Ich kann mir das ja mal umtüdeln. Ich habe den anderen jetzt wieder nicht mit, ne? Den hatte ich aber gestern an, weil das kalt war. So, der ist noch nicht gebadet. Ich habe gestern erst die Fäden vernäht. Und der ist ungefähr, ah, warte. So. So, aber den kann man eben sich auch rüberziehen. Je nachdem, wie lange ihr den strickt, ne? So. Und ich finde den super. Also ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich finde Shrugs einfach toll. Oder wie auch immer.
weil die dir nicht runterfallen können oder beim Tuch oder beim Schal oder so, ne, das sitzt. Das Einzige, was sein kann, wenn du dich halt bewegst, dass das irgendwann so ein bisschen hochrutscht. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Und der sitzt halt immer, egal wie der sich zusammenschiebt oder so. Kannst du hier auch noch irgendwie umknicken. Ja, also finde ich gut. So, stell ich euch rein. Ne? Ich habe immer noch Wolle übrig. Ich hatte euch ja gesagt, ich hatte ja schon einen mit der mit dem WC-Garn gestrickt. Da hatte ich ja alle vier Farben genommen, hatte dann noch Wolle übrig, habe damit dann jetzt den gestrickt. Ich habe hier nur drei der vier Farben drinne und ich habe immer noch übrig. Also ich würde noch einen rausgestrickt kriegen. Also wenn ihr überlegt, irgendwie zu Weihnachten, Freunde, das ist nicht mehr lange hin, ne? Für Schwester, Mutter und sich selbst. Ich möchte mich jetzt nicht ganz weit aus dem Fenster hängen, aber ich würde schon sagen, dass man definitiv drei so eine Dinger rauskriegt. Das kommt natürlich auch drauf an, wie lang ihr das stricken wollt oder so, ne? Aber wenn man so überlegt, so für den Winter, dass man da auch mal schnell rein und rausgehen kann und so, wisst ihr, mit einer Jacke überziehen, finde ich die Länge eigentlich schon ganz gut. Also wenn man sich das so hoch macht, ist das ein hat das dann hier nicht so viel. Wisst ihr, wie ich meine? Man hat was am Hals und man hat hier unter der Jacke dann nicht so viel, dass da so viel los ist. Und wenn man drinne ist und einem ein bisschen kühler ist, dann zieht man es halt wieder so ein bisschen runter. Also, oh, ich liebe das Teil, ne? Also, wie gesagt, ich habe gestern auch den ganzen Tag den anderen angehabt. Oh, ja. Ja, ja, ja. So, also den habe ich fertig. Mir gefällt das auch gut. Ich hatte erst überlegt, noch hier unten nochmal das Lilane reinzumachen, aber habe mich dann dagegen entschieden. So, und ich muss sogar sagen, das Rote finde ich ganz gut. Ich bin ja sonst nicht so der Rot, das Rotmädchen, ne? Aber das mag ich. So, also das ist fertig. Und dann habe ich gestrickt Socken. Ich habe die anderen Socken, die habe ich euch jetzt nicht nochmal mitgebracht. Die habe ich jetzt, da habe ich den zweiten fertig gestrickt. Die mit dem Seidenbündchen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Da hatte ich ja so ein bisschen Seidenstreifen eingearbeitet. Und dann habe ich gedacht, ah ja, Socken, ich habe nämlich gerade so ein bisschen Sockenmangel. Meine laufen sich gerade alle irgendwie durch. Und dann habe ich neu angefangen. Und inspiriert war ich jetzt von der Anleitung. Könnt ihr das sehen? Ein Haarband. Ich bin überhaupt kein Haarbandmensch, aber das ist ganz hübsch, ne? Das hat so ein bisschen Burberry-Style, so ein bisschen. Fand ich richtig gut. Ich kann euch die Anleitung verlinken. Ich meine, das war eine Kaufanleitung. Und da habe ich gedacht, ach naja, und wenn es halt einfach ist, so zum Reste zu verstricken und dann vielleicht irgendwie zum Verschenken oder so, das ist ja eine gute, das ist ja mal schnell gemacht, da reichen auch Reste für, das druck mal aus, das ist gut. Das machst du so. Und dann habe ich gedacht, ach, aber so praktisch so ein Burberry-Muster so ein bisschen als Socke. Ha! Gut, und dann habe ich geguckt, wie haben die denn jetzt hier die Streifen gemacht? Ich meine, eigentlich hätte man dafür auch keine Anleitung gebraucht, aber ich war halt zu faul. Zu faul zum Überlegen, wie ich das am besten zusammenlege und so. Und die macht das in zwei verschiedenen Arten, diese Streifen. Und ich wollte nicht Colorwork stricken die ganze Zeit, dass ich den immer damit beiführe. Und ich wollte aber auch nicht, was wollte ich denn noch nicht? Ach, man hätte das dann ja auch aufteilen können, dass man für die einzelnen Streifen das machen kann. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich habe das schon mal probiert, ich glaube, das war keine gute Idee, dass man das nachträglich dann einhäkelt. Ja, und ich habe versucht, das einzuhäkeln, finde ich schwierig. Also, mal gucken. Also, so weit bin ich. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich linke Maschen gestrickt habe, damit ich sehe, wo ich dann häkel, damit ich dann nicht irgendwie zählen muss. Und habe das in bestimmten Abständen gemacht. Es geht so um den ganzen Socken rum, dass es nicht so gleichmäßig ist, sondern die sind mal ein bisschen dünner, ein bisschen weiter auseinander. Und will dann mit dem Lila-Ton
dann hier praktisch die Längsstreifen reinmachen. So, und jetzt habe ich überlegt, aber, also ich habe auch schon mal probiert, aber das ist echt frickelig. Also, ich bin echt gespannt, ehrlich gesagt, ob ich das hinkriege. Weil das so zu halten, ne, und dann immer so, dann die Maschen zu treffen, dass man da irgendwie keine überspringt, obwohl wenn man da irgendwie eine überspringt, ist glaube ich auch nicht so schlimm, aber ich glaube, das ist ganz schön fisselig, dann den Faden und das da so lang zu häkeln. Dann habe ich überlegt, man könnte es ja auch raufsticken. Aber weiß ich nicht. Häkeln würde vielleicht schneller gehen, wenn man nur zack, zack, zack. Oder ich muss nochmal eine andere Häkelnadel ausprobieren. Ja, also ich bin jetzt fast, ich muss jetzt noch einmal hier so einen Zwischenstreifen stricken und dann mache ich die Spitze. Und ich überlege aber, bevor ich die Spitze mache, zu versuchen, diesen Längsstrich da reinzukriegen, weil das vielleicht besser handelbar ist, als wenn oben die Socke zu ist, ne? Ich weiß, bei den Lerke-Socken, wo man da diese Blümchen raufstickt, da geht das auch am besten, wenn man gerade so den Schaft hat und das dann gleich macht, als wenn man dann, wenn der Socken fertig ist, da irgendwie umherwirkt. Das ist echt um ein Vielfaches schwieriger, also weil du da dann, ja, da bin ich jetzt nochmal so ein bisschen am Überlegen, wie ich das mache. So, naja, erstmal werde ich da den Dings und dann fertig machen, hier diesen Streifen noch und dann mal gucken, ob ich das mal bei einem probiere. Wenn mir das wirklich zu doof ist, dann lasse ich das einfach so. Dann hat man da halt hier so eine Linksnähte drin. Finde ich jetzt auch nicht. Finde ich auch nicht schlimm. Ne? So, ich stricke das hier mit irgendwelchen Resten, die ich habe. Das rosane Garn ist scheinbar ein Ringelgarn, was ich gemacht habe. Wie ihr sehen könnt, das ist so ein bisschen streifig. Ist aber nicht so ganz streifig. Weil ich glaube, das war nämlich, dass ich das mal gefärbt habe. Ich wollte eigentlich was anderes färben. Also ich wollte die rosane Färbung machen, aber ich habe die lange Sockenwollstrang gegriffen und mach da und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh Gott, ich habe mich schon gewundert, hä, wie, das ist alles irgendwie so komisch, bis ich mitkriegte. Oh nein, das war das lange Sockengarn doppelt eingelegt und so, was ich eigentlich für Streifen färben wollte. Und ich hatte da jetzt einfach wild irgendwie das rüber gemacht, aber es ist ja doch ein bisschen streifig geworden. Gut gemacht, Anne. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich das da irgendwie reingehäkelt kriege oder reinge, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie ich das mache. Vielleicht mache ich auch ganz was an. Oh, man könnte ja vielleicht, oh, ach, wenn das gar nicht geht, dann mache ich das einfach so, dass ich mir einen Faden nehme und dann vielleicht einfach so durchwebe, einfach nur, dass das dann so wie so, wisst ihr, wie eine Naht irgendwie ist und nicht, als wenn da noch mal rechte Maschen sind. Ja, ich guck mal, ne? Also, wenn du wissen willst, wie die Socken fertig aussehen, dann musst du abonnieren und Klingelglöckchen und dann sagt dir das Programm Bescheid, wenn ein neues Video da ist, ne? So, so sieht sie nicht aus. So, und dann habe ich eigentlich nur noch am Oberteil weiter gestrickt, weil ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch gemacht? Was haben wir denn gemacht? Ach so, wir waren einen Tag noch in Lüneburg und so, deswegen war ich gar nicht so am Stricken. Genau, weil ich dachte, okay, langes Wochenende und mal raus, irgendwie mal so ein bisschen ablenken von diesem ganzen Zahnbums und so, ist vielleicht ganz gut. Aber irgendwie hatte ich Lüneburg mucklige in Erinnerung, muss ich sagen. Na, war ein bisschen enttäuschend. Und es war auch sehr voll. Oh, so, Freunde, ich nehme mal Janne hier mal mit. So, habe ich extra aufgezogen, weil ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen gespannt. So weit bin ich jetzt schon. Ich hatte euch ja letzte Woche das gezeigt, da war ich, glaube ich, hier oben irgendwo. Und jetzt habe ich hart weitergestrickt, habe die Ärmel schon abgetrennt und drehe jetzt hier so meine Runden. Das ist das Lama-Garn, das habe ich euch in der letzten Woche gezeigt. Ich habe das Lama-Garn bestellt, kommt heute, glaube ich. Und ich habe auch das Sockengarn von Frau Magnussen bestellt. Ne? So, weiß ich noch nicht, wann das kommt. So, also das habe ich halt mit dem Natur-Lama in Wollweiß und mit dem Naturgrau gestrickt und ich finde, das passt richtig gut zusammen mit verkürzten Reihen. Wie ihr sehen könnt, hier geht es nochmal so ein bisschen anders als hier. Da habe ich die verkürzten Reihen dann anders in einem anderen Intervall gestrickt und jetzt läuft das so ein bisschen in Bogenform, weil momentan ist architektonisch sind Bögen total in, nur damit ihr Bescheid wisst.
Wisst ihr noch früher so Bungalows oder so, wo dann immer so die Türrahmen rund waren? Ich glaube, das kommt jetzt wieder, Freunde. Stellt euch drauf ein. Dann habe ich gedacht, ja, das mache ich dann auch schon mal beim Shirt hier, ne? So, und ich finde, hier, Erna passt das Ding ganz gut, ne? Ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht aussehe wie Erna. Ich meine, hier ist ja Spiel noch drin. Also, ich mache es jetzt nicht so doll, weil die Nadel nicht reicht. Also, da ist Platz. Ich habe es jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht angehabt, übergezogen. Und ich denke, oh ja, so sitzt das eigentlich ganz gut. Das könnte sein, dass das bei dir ein bisschen figurbetont sitzt. Na, da werden wir mal gucken. Ich werde das mal nachher nochmal auf dem TGB ziehen und mal überziehen. Und auf jeden Fall werde ich das hier so weiter stricken und bin am Überlegen, ob ich nachher in dem Grau praktisch den Bogen wieder ausfülle, dass man dann hier praktisch diesen grauen Bogen hat, oder ob ich, je nachdem, wie lange ich stricke und wie hoch der Bogen dann ist, ob ich das dann einfach so lasse, dass es dann eben vorne so einen Bogen macht. Muss mal gucken, wie sich das jetzt verstrickt, wenn man länger strickt, ob das dann so ein bisschen auf eine Nähe, aber das wird immer ein bisschen bogig bleiben. Also mal gucken, wie hoch der Bogen geht. Bei Bauchfrei möchte ich halt nicht, ne? Also hinten ist es halt genauso. Also hinten ist es einfach. Ich habe auch keine Rückenreihen noch eingefügt, dass hinten höher ist als vorne. Ich weiß nicht, mag das, braucht das nicht. Also so. Und der Arm wird in Grau weiter gestrickt. Wahrscheinlich wird da so diese Lesesektion nochmal irgendwie aufgegriffen. Und ich weiß aber noch nicht, wie lange ich das mache. Ob ich das so T-Shirt-mäßig mache, also so bis ja, Mitte Oberarm oder so. Oder ob ich es Dreiviertelarm mache. Ich tendiere, glaube ich, eher so zu Dreiviertelarm, aber da muss ich mal gucken. Warte mal, von der hellen, das ist immer noch mein erstes Knäuel. Ich meine, gut, ich habe ja hier den ganzen Teil auch in Grau gestrickt, aber ich finde, das ist eigentlich relativ ergiebig, ne? Muss ich sagen. Obwohl 400 Meter Lauflänge, 100% Babylama halt. Aber es strickt sich richtig, richtig gut und es ist irgendwie ein Hauch von nichts. Obwohl es 100 Gramm sind, 400 Meter Lauflänge, keine Ahnung, aber es ist wirklich richtig schön. Und ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sehen kann jetzt. Ach, wahrscheinlich wieder nicht. So ein bisschen Helo, seht ihr das da oben so hoch stehen? Es ist nicht so doll wie bei Mohair oder bei dem Alpaka-Dingens. Aber so ein bisschen habt ihr hier auch. Ich finde es immer noch weich, habe aber noch keine Trageerfahrung. So, das ist so das. Oh, freue ich mich total. Oh, freue ich mich total. Ich habe gestern noch dran rumgestrickt und dann denke ich, nee, du willst aber eigentlich den Socken fertig machen. Aber dann habe ich doch wieder an dem Lama-Teil gestrickt, weil ich dachte so, wie kriege ich da diesen lila Faden jetzt hübsch rein, ne? Das habe ich gepickt und habe gesagt, nee, ich mache dann erstmal hier, weiter so. Ja, es macht richtig, richtig, richtig Spaß. So, habe ich irgendwie noch eine Überlegung, was ich als nächstes stricken will? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht noch ein Schwack. So. Habe ich noch nichts Neues auf dem Plan, was ich so als nächstes... Ich glaube, ich habe gestern, vor einigen Sendungen habe ich euch ja das Garn gezeigt, was ich in Dänemark gekauft habe, hier von Isagar. Das fiel mir gestern nochmal so ins Auge und da dachte ich, eigentlich glaube ich, wird das wirklich ein gestreifter Raglan werden. Also, weil die Farben sind einfach so toll zusammen und klar könnte man das jetzt auch im Colorwork irgendwie verwursten, aber... Ich glaube, da kommen die gar nicht so schön raus, weil die dann ja immer mit einer anderen Farbe irgendwie vermischen. Und wenn du das dann alles in einen kriegen willst, nee, und Brioche habe ich gedacht, aber überzeugt mich jetzt auch nicht so. Ich glaube, das wird einfach ein Raglan werden, ganz schnöde. Ja, dass man einfach so, ich habe überlegt Rundpass, aber ich glaube, mir gefällt Raglan besser dann. Und wirklich Raglan und nicht mit V-Ausschnitt. V-Ausschnitt habe ich auch erst mal überlegt, aber glaube ich nicht. Ja, ich glaube, das wird so ein ganz, ganz normales 0815-Teil werden, weil die Farben einfach an sich schon so toll sind, ne? Ich glaube, das muss ich jetzt mal wickeln. Ja, ich glaube, das wird das Nächste. Das ist richtig schön. Also das, oh, da habe ich gestern noch mal die Farben, habe gedacht, oh Gott, ja, die sind so schön. Ja, so.
Aber lasst euch überraschen, ne? So, was habe ich noch? Ich habe ein bisschen gefärbt. Aber das Sommergarn ist auch noch nicht da. Ich habe aber euch Sommergarn, das, was ich noch da hatte, gefärbt. Und zwar ist das hier einmal Pinky Rose. Das sind 65% Merino Schurwolle, 20 Bambu und 15 Seide. Und ich habe euch hier nochmal den Sonnenblumenhimmel gefärbt. Hier noch ein bisschen Gelbton mit bei, aber so ganz locker und leicht. So, oh. Und wie gesagt, es ist weich, glatt und leicht. Also, vielleicht sollte ich da draußen noch irgendwas stricken, ne? Ich bin ja immer noch am Überlegen, so ein Top, also wie so ein Unterhemd, wisst ihr, wenn man irgendwie, und da dann irgendwie nur so eine Strickjacke oder irgendwie so dann drüber oder so, oder so ein offenes Oberteil oder so, ne, was manchmal auch einen dollen Ausschnitt hat und wenn dann das da drunter ist, aber ich weiß nicht, ob 400 Meter Lauflänge zu dick ist, dass das zu grob aussieht, wisst ihr, oder ob ich das nicht in Lace stricken müsste, damit das eher so Hemdoptik hat, also wisst ihr, so Hemd, selbst Feinripphemden sind ja noch feiner, als wenn man, glaube ich, mit 400 Meter Lauflänge strickt, ne? Da bin ich noch ein bisschen uneins. Aber gucken wir mal. Irgendwas wird uns einfallen. Ja, Mütze brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir gucken mal. So, also die sind im Shop. Andere Sommergarne sind auch noch im Shop. Wie gesagt, Lama kommt. Da werde ich dann auch auf das Graue färben. Das Graue war irgendwie so schnell weg, ne? Zack, war das ausverkauft. Das habe ich gar nicht kommen sehen. So, das habe ich aber, wie gesagt, nachbestellt. Das kommt heute. Wie gesagt, ich werde das ein bisschen färben. Freue ich mich schon drauf. Und genau, das Magnusengarn ist gekommen. Ja, genau. Mal gucken. Vielleicht färbe ich auch noch ein bisschen Wolle-Seide, also 80-20. Mal gucken. Und in Lace habe ich, glaube ich, auch noch da. Ich glaube, Lace ist jetzt auch so eine Zeit, wo ich mal wieder ein bisschen Lace färben kann, ne? Ja, so. Das ist das. Genau, das ist das, was ich gestrickt habe. Das ist das, was ich gerade nochmal so neu in den Shop geworfen habe. Und dann kann ich euch ja nochmal kurz sagen, zum Sommerfest kann ich euch ja schon mal so ein bisschen spoilern, was ihr ertombolan könnt. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Wahrscheinlich, dass pro Person halt einmal gedreht werden kann. Zur Begrüßung, wenn man kommt, zack, dann kann man einmal drehen und dann kann man was gewinnen. Ne? Also, zum Beispiel kann man hier diesen Garnhalter gewinnen. Ich weiß schon, was ist da noch drin? Nee, aber das ist das Antifeuchtzeug, was da drin ist. Wo man dann hier oben das durchführen kann. Wir haben diverse Bücher, zum Beispiel hier, Strands of Joy, ist zwar schon ein bisschen älter, aber absolut, die Sachen sind immer noch total toll. Und was hatte ich denn noch? Hatte ich hier nicht noch was hingelegt? Achso, 52 Weeks of Socks Volume 2 und Wolle ist dann auch noch mit dabei. Ne? Und mal gucken, was ich noch so finde. Wird man noch so ein bisschen Inventur machen hier, was ich noch so in den Tombola-Topf werfen kann, ne? So, damit ihr mal so einen kleinen, eine kleine Idee habt, ne? Und das Sommerfest, wie gehabt, was heißt wie gehabt? Wir haben es letztes Jahr gehabt, aber das war so nett, ne? Jeder bringt irgendwas mit und dann, der Mann schmeißt den Grill an und dann sitzen wir hier bei hoffentlich schönstem Wetter und trinken Kaffee und trinken und, weiß ich nicht, vielleicht haben wir auch Cocktails oder so, mal gucken, ne? So, das ist das. Oh mein, das piekst so, das ist so ätzend, ne? Ach, Leute, ey. Oh, das hat aber auch keiner gesagt. Also ich möchte nicht nochmal 20 sein, ne? Ich möchte nur den Körper von einer 20-Jährigen nochmal haben. Oh, das war auch schön. Wo man morgens einfach aufgestanden ist. Wo man sich nicht noch erst entfalten musste. Oh, so, gut. Und jetzt kommen wir zur neuen Kategorie. Zum Wohnimperium. Von Strick mit Keks. So. Der eine oder andere, der mir schon länger folgt, der weiß ja, dass ich während der Corona-Zeit noch Innenarchitektur studiert habe. Nebenbei neben all dem anderen Bums, ich weiß auch nicht, ob mich da geritten hat. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt, ich möchte nicht sagen promovierte Innenarchitektin, nein, aber ich habe einen Abschluss in Innenarchitektur. Also ich mag das schon gerne, momentan fehlt mir halt so ein bisschen die Zeit und wenn man zu mir nach Hause kommt, dann denke ich immer, das glaubt dir im Leben keiner, dass du Innenarchitektur gemacht hast, das sieht aus bei uns, aber ich habe auch noch zwei Kinder, also die irgendwie die Fallkrankheit haben, ne? Also die lassen mal alles fallen. Also, aber ich glaube, das kennt ihr alle, ne? Ich habe nie gedacht,
Wenn immer gesagt wird, so der Mann lässt die Socken überall liegen oder so, ne? Da habe ich immer gedacht, ja, nee, kenne ich gar nicht. Ja. Aber bei Kind 2 kann ich euch sagen. Lalala. So, auf jeden Fall bin ich ja so ein bisschen schon immer am Überlegen und am Gucken nebenbei, was wir vielleicht noch irgendwie machen könnten, um uns dann außer mit Wolle schön zu machen. Ne? Also, ist halt auch so ein bisschen Herzblut von mir so. Und dann gucke ich immer, dann denke ich, nee, das sieht nach China aus, nein, das kriegst du auch bei Action, bla. Und ich möchte schon irgendwie was Schönes und Besonderes haben. Und dann haben wir ja, ich habe das ja in der letzten Sendung schon so ein bisschen angeteasert, heute bin ich aber schnell durch, glaube ich. Dass wir Bilder ins Programm aufnehmen werden, weil auf Insta ist jemand, also die hat einen ganz anderen Stil und alles, aber ich finde die Bilder eigentlich so schön. Und dann denke ich, warum hängt man sich eigentlich so wenig Bilder hin? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich weiß, dass ihr damals die Königin-Bilder total gefeiert habt. Ich habe keine Zeit, Freunde, nochmal 70 Königin zu malen. Und dann habe ich ja Franzi wie, irgendwie lief mir wieder über den Weg und dann sind wir so ein bisschen eskaliert und dann habe ich gesagt, Franzi, weißt du was, mach doch mal bitte so ein paar exklusive Strikt mit Kickbilder. Und das sind wirklich Strikt mit Kickbilder, kann ich euch auch gleich sagen, warum. Und die hat sie Aquarell gemalt, also nach mehr oder weniger meinen Vorlagen. Und die sind so schön geworden. Und die zeige ich euch. Oh, sind die schön. So, pass auf, Freunde. Das erste, ich habe gesagt, Franzi, mach mal eine Weltkarte als Wollknäuel. Und Franzi hat geliefert. Könnt ihr sehen? Wie gesagt, Aquarell gemalt. A4 Format, das heißt mal eine Welt. Oh, richtig schön. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, es glänzt auch ein bisschen, da der Stern, wo die Sterne so sind, da ist so ein bisschen, da glitzert es auch so ein bisschen. Also nicht glitzern, glänzen, sagen wir mal. So, das ist das. Dann hat Franzi in meinen Shop geguckt und hat uns das gemalt. Annes Farben. Hier, wenn ihr sehen könnt, seht ihr das? Das glänzt so ein bisschen drumherum und das sind halt Stränge von bunter Wolle. Wie gesagt, alles A4 Format. Das Bild. Da sagt Franzi, Anne, hast du nicht eine schöne Tasse? Weil ich sage, ja, noch irgendwie was so mit Kaffeetasse, Kuchen, irgendwie so und Strickzeug, hast du nicht gesehen und so. Hast du nicht? Ich sage, nee, habe ich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab nicht so irgendwie super tolle Tasse, weiß ich jetzt nicht so. Und dann irgendwann schickte ich ihr mal ein Foto, als ich auf der Terrasse sitze und hab so, weil sie schickte mir ein Foto, was sie gerade machte, ich schickte ihr ein Foto, was ich gerade machte. Und das sah so aus. Und ich kann euch sagen, es sind die Socken, die fertig sind. Und es ist wirklich, so sieht meine Teetasse aus, kann ich euch sagen. Wirklich, ohne Scheiß, mit den Mohnblumen drauf. So sieht die wirklich aus. Und das sind, wie gesagt, die Socken. Das ist das Bild heißt der perfekte Sonntag. Mit Cover-Dings und Buch und Strick und Tasse. Oh, ich finde das so schön. Und dann haben wir nochmal Kunterbunt. Das ist nochmal ein Strang. Aber ist das nicht schön? Guck mal, es ist wirklich wie so ein Knäuel. Also, wie ein Knäuel halt, ne? So, guck mal, wo das da so innen rauskommt. Ich finde, das ist so schön geworden. Und dann hat sie noch eins gemalt. Ich weiß aber nicht, ob das einer von euch sich hinhängen würde. Und zwar, also einfach, also ich zeige euch, warum. Also ich zeige euch, das ist echt der Knaller. Der Hut ist akkurat mein Hut, Freunde. Warte, wo ist er? Guck mal, den habe ich gar nicht wieder aufgesetzt. Da, akkurat. Guckt euch das an. Ist das nicht der Knaller? So, setz mich. Und da, an dem Tag hatte ich gerade meine super Fashion-Ohrringe drin. Da, ist das schön. Strick mit Kick heißt das Bild. So, das ist ein... Warte. Das ist nicht A4. Das ist ein bisschen kleiner als A4. Und was ich meine mit, ich weiß nicht, ob das einer sich von euch hinhängen würde, weil ich denke immer, wer würde sich mich in die Wohnung hängen, ne? Also von da deswegen. Ah, das Bild ist toll. Wenn das keiner kauft, ist es meins. So. Richtig, richtig schön. So, und die stelle ich euch in den Shop, die könnt ihr käuflich erwerben. Wir haben überlegt, ob wir das mit Rahmen oder so machen, aber ich finde, Rahmen ist wirklich so individuell. Ne? Der eine ist irgendwie ganz weiß eingerichtet, der andere ist schwarz eingerichtet und
wenn du da so einen Rahmen, dann das gefällt dem, das ist totaler Quark. Also verschicke ich das halt auf Pappe. Genau. So. Ich hoffe, es gefällt jemandem von euch. Weil die sind so schön. Und das sind halt Unikate. Handgemalt, wie gesagt, aquarelliert. Es ist nicht irgendwie mit Procreate oder wie auch immer. Es ist wirklich mit Pinsel und Tusche. Und Franzi hat mir dann immer Zwischenbilder geschickt. Ja, ich muss jetzt wieder warten, muss trocknen und so. Aber ich finde die so schön. Die sind so schön. Ja. Also, wie gesagt, das findet ihr im Shop. Ich verlinke euch das unten. Und mal gucken, vielleicht kommen in der nächsten Zeit dann auch noch andere Deko-Ideen oder irgendwie so. Ich finde halt nur irgendwie, es soll schon was Besonderes sein. So, ne? Finde ich. Also alles andere gibt es ja schon. Darum müssen wir mal gucken. Ich habe schon so ein paar Ideen. Ich weiß aber nicht, ob das zu gewöhnlich ist. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Da bin ich gerade so ein bisschen bei. Das Kind hat immer noch seinen Shop mit den, wir haben auch Ohrringe noch nachgemacht. Siehst du, die habe ich jetzt gar nicht mit. Vielleicht kann ich hier ein Foto einblenden nachher, muss ich nochmal fotografieren. Handgegossen, handbefärbt und ich mag die, ich trage die auch. Letztens kam irgendwie ein Kommentar, ja, das müsste man mal besser fotografieren. Jo, ich habe das weitergeleitet. Produktfotografie ist wahnsinnig schwierig. Also je kleiner das Teil, desto schwieriger ist das, finde ich. Und es war wirklich die Woche, wo ich den ganzen Kopf voller Zahnprobleme hatte. Ich war zwischendurch schon auf dem Stand, dass ich irgendwie so Speicheldrüsensteine gibt das. Weil das war irgendwie so. Na, jetzt muss mein Zahnärztin nicht. Ich sag, Karina, Hilfe. Aber sie meinte, das ist das nicht. Sie sagte, ich soll mal, das ist wahrscheinlich verspannt. Und ich glaube, das ist auch so. Ich habe mir dann so ein Körnerkissen um den Kopf gewickelt und da wurde es besser. Also ich glaube, ja. Ich muss ein bisschen. Dabei versuche ich schon immer jeden Tag zu atmen und dann mal so 5 Minuten zu sitzen. Wie gesagt, meditieren will ich es nicht nennen, weil, ne, aber das reicht scheinbar noch nicht. Das reicht noch nicht, ne. Oh, und gestern, war das gestern, nee, vorgestern, glaube ich, hatte ich einen Stress. War das vorgestern? Da wollte ich die Ferienwohnung auf Booking.com einstellen, ne, und habe das alles da irgendwie eingegeben und Fotos und bla und habe dann, die Daten, wo das schon verbucht ist und so, alles eingetragen und so und so. Und dann musste ich hier noch gucken und da noch was ändern und so. Und dann irgendwann bin ich auf den Knopf gekommen und da stand, ja, wunderschön, alles freigeschaltet, alle können bei Ihnen buchen. Und ich so, nein, das willst du nicht, nein, 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 nein. Oh, ich habe richtig Panik gekriegt, ne, weil ich dachte, ich wollte noch mal gucken, ob ich wirklich alle Termine rausgenommen habe. Und ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Location hier, das Beste vom Besten ist, aber in Ratzeburg, wir haben halt nichts. Also wir haben nicht wirklich, wir haben 2 Hotels und das war's dann auch. Und so, wisst ihr, und also wir kriegen zum Beispiel mit, dass andere schon echt gut ausgebucht sind, so an Ferienwohnungen, weil, ne, so, und dann denke ich, wenn jetzt einer guckt und sagt, oh Gott sei Dank, da ist noch Freipfingsten oder wie auch immer, zack, buche ich mal, ne, wo ich dachte, Hilfe. So, dann kriege ich das Ding mal wieder umgestellt, ne, ich bin fast verzweifelt. Ich immer hier, da muss es ja sein, das hört sich so an, ne, ich kriege dir das nicht wieder totgestellt, ne, ich denke so, ein Scheiß, so, dann denke ich, okay, gut, anrufen. Ja, rufen Sie uns gerne an, wir helfen Ihnen, überhaupt kein Problem, rufen Sie uns an. Ich denke, ja, wo denn? Wo? Nirgendwo eine Telefonnummer, ich so, oh, okay, E-Mail. Ja. Ja, gucken Sie hier. FAQ. Ganz viele Fragen. Und ich so, ach herrje, nee, das ist nicht meine Frage und das muss jetzt schnell gehen, ne, Leute, ich bin bald verzweifelt. Ich war so, oh, ich habe gedacht, ich krieg das nicht mal gelöscht. Ich denke, okay, dann löscht du diesen ganzen Account. Jetzt kam ich aber auch irgendwie auf die Schnelle nicht hin, ne? Oh, dann habe ich irgendwie erstmal gegoogelt und dann kam ich irgendwie über irgendeine Computer-Zeitungsseite an eine Telefonnummer von Booking.com. Was soll ich sagen? Da war so ein kleiner Inder dran, der Deutsch sprach. Aber ihr wisst, wie Inder Deutsch sprechen nochmal, also was man so kennt. Also das Klischee wurde total bedient. Ich sag, Problem, Hilfe. Ich muss das sofort wieder totstellen. Ich habe aus Versehen das freigeschaltet. Ich bin aber noch gar nicht so weit, ne? Ja, das ist gar kein Problem. Ich so, super, kein Problem, ne? Und dann sagt er, drücken Sie auf den Knopf. Ich so, bitte? Ja, haben Sie? Das muss da drücken. Ich so, Gott. Ich sag, wo muss ich raufdrücken? Was muss da stehen? Ich habe den nicht verstanden.
Da habe ich gedacht, ach, du ahnst es nicht. Dann war ich kurz vor Auflegen, ne? Und ich denke, nee, oh Gott, ich denke, nein, du musst es hier aber irgendwie, ne? Und dann irgendwann, und das war wirklich der längste, das längste, was da stand an Button, was es gab. Da musste ich raufdrücken, so. Und wenn da aber 17 erst drin sind, war das schwierig, ne? Oh, Freunde, ich hab Blut und Wasser. Ich sag, ah, gefunden und so. Und dann kam ich da auch drauf und so. Und ich so, oh Gott, vielen Dank, ne? Oh, da konnte der ja nur nichts für, dass der so undeutlich sprach, ne? Aber, oh, ich dachte, oh, nee. Nee. So, dann habe ich erstmal wieder totgestellt, Freunde, ist auch noch nicht online. Wenn ihr irgendwie wollt, dann müsst ihr mich erstmal noch so anschreiben. Ich muss jetzt die Tage erst nochmal gucken, dass die Daten auch alle irgendwie funktionieren. Und wieder mit Kreditkarte und was weiß ich was. Nee, ich muss da erst nochmal irgendwie gucken. So, alles gar nicht so einfach, Freunde, ne? Hilfe. Genau wie gestern mache ich den Brief. Nee, kommt der Postmann. Postmann bringt mir Briefe. Ich sortiere durch, für wen was. Und dann habe ich irgendwie noch so einen komischen Zettel. Nicht so, ne? Und dann ist da irgendwie was Holding, bla bla bla, Xinga Konga, was weiß ich was nicht. Und ich denke so, hä? Was ist denn das? Und dann da auch irgendwie so ein Ort. Ich denke, was ist das überhaupt von Land, ne? So, ich denke, ja gut, mach mal auf. So, und dann steht da irgendwie Tax Invasion, bla, hast du nicht gesehen? Ich so, what? Und dann sah das wirklich aus wie so ein Steuererklärungsformular bei uns. Und ich denke so, bitte? Ich denke, was ist das? Was ist das? Und dann, ich denke, okay, Amerika. Also ich habe dann auf Amerika oder China getippt. Weil ich hatte letztes Mal was in China gekauft. Aber dann denke ich, da warst du aber eigentlich, das ist ja alles irgendwie komisch. Da, Zoll ist es nicht. Also es ist hier, ne? Tax. Oh, ich so, dann kam der Mann irgendwann mal runter. Ich sag, hier, was muss ich machen, ne? Dann haben wir da gesessen. So, irgendwann kam es schon drauf, weil er sagte, aber die Adresse ist ja eigentlich von Microsoft. Ich sag, Alter, woher weißt du denn, was die Adresse von, also, ne, der macht mir auch manchmal Angst, so. Und ich sage, aha, also Amerika ist schon mal richtig, ja, so. Und ich so, Amerika und Text und hier und auch meine Daten standen da drin. Und ich denke, um Gottes Willen, was ist das nur, ne? Und dann so sage ich, okay, Amerika, Steuer, also YouTube, ne? So meine 2,50 € YouTube-Werbung-Dings, was ich kriege, ne? Und ich so, hä? Ich sage, muss ich jetzt eine Steuererklärung dafür machen? Ich sage, im Leben nicht so. Dann ging es bei mir schon los, ne? Ich denke, oh Gott, na, ich mach's bestimmt nicht. Gehe ich zu meinem Steuerberater, dann werde ich sagen, hier, Heike, ne, ich will damit nichts zu tun haben, ne? Und ich weiß schon, wie Heike mich angucken wird. Weißt du, die wird mich rausschmeißen und sagen, das machen wir nicht. Wir machen die Steuererklärung für Amerika, ne? Und dann denke ich so, Gott, wer das macht? Was kostet das, ne? Ah. Oh, ich war schon viel zu fertig. Ich sag, muss ich da überhaupt was machen? Weil das war auch irgendwie so komisch irgendwie. Ach, so ganz komisch irgendwie formuliert irgendwie. Also da stand auch ein Absatz auf Deutsch so, aber irgendwie wurden wir da auch nicht drauf schlau. Ich sage, ja, aber das passt doch irgendwie gar nicht, wie die das schreiben. Und ach, hör doch auf, ne, war schon wieder. Und ich sage, oh Gott, ne, ich sag, Betty, das wird nichts. Ich sag, wenn wir nichts machen, kommen die dann mich abholen. Oh Leute, ich hatte schon wieder gestern Puls, ne? Und dann kriegt mir aber irgendwie raus, dank YouTube und Google und hast du nicht gesehen, das ist nur die Kopie für meinen Steuerberater. Wir hatten vorher schon gesagt, weil ich sag, wir saßen doch da mal so ewig und haben das eingerichtet. Ich sag, hatten wir nicht gesagt, die sollen das alles machen, die sollen das einfach einbehalten? Ich glaube, YouTube behält jetzt irgendwie 30% von meinen Einnahmen, behalten die ein. So, pro forma. Ich mache keine Steuererklärungen, aber die behalten dann schon mal 30% von meinen Wahnsinnsumsätzen. Ne? Aber 30% ist auch frech, ne? Eigentlich ist es wirklich frech. 30%. Siehst du, du musst nur einmal irgendwie eine Geschäftsidee haben und dann ist das eine Gelddruckmaschine, wo die Leute einfach immer, du musst nichts mehr machen, die anderen arbeiten wie Bienchen und du kassierst immer die Hälfte. Ist genauso wie Amazon, Amazon, keine Ahnung, hier Book on Demand. Ich habe mich da mal irgendwie kundig gemacht. Irgendwie. Wenn du kannst ja über Amazon auch verlegen, dein Buch. Himmel, Frechheit, was die einbehalten. Also dafür, also nee, da würde ich mein Buch eher über Flyer-Alarm oder Vistaprint oder wie auch immer drucken, als wenn ich das über Amazon machen lassen würde. Im Leben nicht. Also das ist eine Frechheit, was die einbehalten. Ich glaube, im Endeffekt behalten die 80% und du kriegst 20. Du, der das Buch geschrieben hat. Also irgendwie. Also es ist schon ein paar Jahre her, dass ich da geguckt habe. Aber da habe ich gesagt, na, das ist ja wohl, das ist eine Frechheit, mache ich nicht so, Freunde. Gut, ich werde jetzt keine neue YouTube-Plattform erfinden. Ich bin nur froh, sollen die 30% behalten oder 40% oder was weiß ich, wie viel das da ist. Aber sollen die mich in Ruhe lassen, ne? Oh, Freunde. Globalisierung ist echt ein Arschloch, ne? Entschuldigung. Aber das ist also, nee. Da hast du ja irgendwann überhaupt gar keinen Überblick mehr, aus welcher Ecke da noch irgendwas kommen kann, ne? Letztens wollte das Kind irgendwas bestellen. Bei irgendeiner
die sie irgendwie, was weiß ich, irgendwie im Internet kennengelernt hat. Ja, und dann sage ich, hä, wieso kann ich das nicht bestellen? Ja, irgendwie Schweiz, dann kannst du das nicht einfach so bestellen, dann musst du da irgendwie so einen komischen Post, musst du irgendwas per Post, irgendeinen Code, irgendwie, keine Ahnung. Ich sage, oh, alter Schwede, ne? Ich sage, nee, tut mir leid, ich mache ja vieles mit, aber diesen ganzen Acker war es, oh Gott, ey, furchtbar. So, das ist mein Leben gerade, Freunde, immer ist irgendwas. So, was muss ich jetzt? Nachher muss ich die Kinder abholen. Eigentlich dachte ich, wir müssen heute zum Kieferorthopäde, ist es, mit Kind 1 mit der Zahnspange. Müssen wir aber erst morgen hin. Oh, kennt ihr das? Ich hatte mal einen Planer, da war unten links Mittwoch. Also, ne, Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. So, und der Zahnarzt stand ganz unten. Das hatte ich in meinem Hirn, ja, das hatte ich vor Augen. Ich kann ja mal so abfotografieren. Zack. Ne? So, und dann habe ich immer gesagt, wir haben am Mittwoch einen Termin. Was ich nicht bedacht habe, ich habe einen anderen Planer. Also jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Notizen. Also guck mal nur zurück, morgen müssen wir zum Kieferorthopäden. Ah, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Samstag ist Stricktreffen. Dann ist irgendwie Pfingsten, das Kind hat schon wieder 17.000 Arschgebrechen und will eigentlich am Freitag noch nach Lübeck. Ich müsste auch noch mal nach Lübeck, aber ich weiß nicht, ob ich Freitag Lust habe auf Lübeck, ne? Ja, Fragen über Fragen, Freunde. So ist das. So. Ich werde jetzt, ja, los. Fotografiert habe ich schon, dann kann ich das nachher in den Shop setzen. Video fertig machen. Wärmekissen. Vielleicht geht das Pieksen im linken Arm dann weg. Ah. Oder sind das Wechseljahre? Ich habe letztens gelesen, Pieksen in den Händen ist auch Wechseljahre. Ich habe gerade mit meiner Freundin gesprochen. Die ist gerade in den Hitzewallungen. Ich sage, ich habe gehört, da bist du schon fast mit durch. Ja, sagt sie, das wäre ja schön. Ich sage, Hitzewallung habe ich noch nicht, aber ich habe so andere Sachen. Oh, war ich jetzt auch beim Zahnarzt? Ne? Oh Gott, wir haben ja auch immer einen Spaß beim Zahnarzt, ne? Oh, ich glaube, die mögen mich da ganz gerne oder so. Ne? Dann sprachen wir auch so. Ich sage, ja, Wechseljahre. Ich sage, letztens stehe ich in der Küche und fange an zu heulen. Und dann sagt der Mann, was ist los? Ich sage, ich kann es dir nicht sagen. Leute, das ist so furchtbar. Ich sage, es ist alles gut. Ich weiß nicht, was los ist. Komm noch mal in 10 Minuten. Es ist so furchtbar. Und dann, ich sage so, oh, das ist unter meine Zahnärztin so, ja. Ich sage, ja, so völlig aus dem Nichts. Überleg mal, stell dir mal vor, da kommt jetzt einer, deine Zahnarztfee kommt hier rein und sagt, Frau sowieso, hier Telefon und hier kommen die Tränen auf einmal, ne? Ich hatte das noch gar nicht ganz ausgesprochen, ohne Scheiß, ne? Klopft das an die Tür, kommt die Zahnfee rein. Wir haben so gelacht, ne? Also die andere Zahnfee, die mich abgesaugt hat, also gut, da saugte die gerade nicht, weil das kann ich ja nicht. Das ist immer lustig bei Zahnärzten, ne? Dass die ein Gespräch ans Bein nageln, aber du kannst gar nichts sagen, weil die 17.000, was weiß ich, was da im Mund haben, ne? Aber der Mann sagte letztens, ja, aber witzigerweise verstehen die dich immer, ne? Ich sag, ja, das stimmt auch wieder, ne? Naja, auf jeden Fall mussten wir so lachen. Und die sagte, ja, hier irgendwie, wo soll ich das hinmachen? Und hier, und die hat angerufen und blablabla. Und dann geht die wieder raus, wir haben so gelacht. Ne? Und ich so, und geht noch, ne? Und sie, ja, aber ich war kurz davor zu weinen. Oh Gott, ey, Leute. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ne? So. Also ich hoffe, nächste Woche kann ich euch keine Krankengeschichten erzählen. Dann sagt das Kind am Montag. Und wie war heute beim Zahnarzt? Ich sage, hallo, ich war heute nicht beim Zahnarzt. Ich war letzte Woche jeden Tag beim Zahnarzt. Ne? Und dann, ach so, nee, heute nicht. Ich so, nee, heute war ich mal nicht. So, gestern sagt sie, und wie war Zahnarzt? Ich so, ich war heute nicht beim Zahnarzt, hör doch mal auf. Ne? Dann sie, ach so, ja, das ist so ungewohnt, dass du nicht beim Zahnarzt bist. Ich sage, du verarschst mich auch alleine. Ne? Oh, ich sage, ich möchte auch erstmal nicht. So, ja, also ich glaube, so richtig geil ist es immer noch nicht. Ich hoffe, das regeneriert sich alles noch so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, die sind auch so kälteempfindlich auf einmal, diese verkackten Zähne. Ich kann überhaupt nicht essen. Das ist so blöd. Oh, alles, was aus dem Kühlschrank kommt, muss ich erstmal eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur stehen lassen. Ansonsten gehe ich an die Decke, ne? Das ist so doof. Oh Gott, ich mag das alles nicht, ne? Oh, so. Also wenn du Zahnarzt bist und noch eine Idee hast, Scheiß, so. Das ist mein Tag heute. So, ihr Lieben, dann ist irgendwie langes Pfingstwochenende. Mal gucken, was wir dann noch so machen. Wahrscheinlich nicht viel. Hoffen, dass das Wetter besser wird, dass man mal irgendwie draußen was machen kann, ne? Also nicht, dass ich in den Garten möchte, obwohl ich da dringend mal rein muss. Aber ich möchte mal meine Terrassenmöbel abwohnen. Komme ich nicht zu. Ja, so, ihr Lieben, ich freue mich auf euch, die am Samstag vorbeikommen. Die nicht kommen, gucken mich einfach weiter. Wir sind dann im Herzen dabei am Samstag. Und
Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche, ihr Lieben, ne? Macht's gut. Tschüss.